Hallo liebe UV-Freunde, wir haben wieder ein paar Nachrichten für euch in einem Video zusammengefasst. Der Fechter Paul Eckhoff verwirklicht seinen Traum vom Wohnschiff. Gerade ankert der Freizeitkapitän an der Bremer Schlachte. Der Wirt im Ruhestand plant weitere Schiffe zu bauen und zu verkaufen. OOWV gegen Landkreis Fechter. Gericht setzt Frist im Wasserstreit. Ende 2013 bewilligte der Kreis die Förderung von 4,5 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich in Holdorf. Der OOWV will aber mehr Wasser abpumpen. Falls keine außergerichtliche Lösung gefunden wird, entscheiden am 21. August die Richter. Die Promenade, das Magazin der UV und MT, hat übrigens ihre eigene Facebook-Seite. Dort findet ihr regelmäßig unter anderem Making-of-Videos. An diesem Wochenende ist in Dinklage Schützenfest. Los geht es am Samstag um 13.30 Uhr mit dem Festumzug der Kinderschützen. Start ist der Rathausplatz. Weitere Programmpunkte zum Schützenfest findet ihr auf der Internetseite www.madeindinklage.de. Ich wünsche euch wie immer an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende.